Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der ist vom guten Wowie89. Er hat natürlich auch was dazu geschrieben, nämlich: Hi Dandy, verstehe vollkommen, dass du dich dazu entschlossen hast, einen sauberen Cut zu setzen und nur noch neue Parks vorzustellen. Die alten sahen halt wirklich wie gewollt und nicht gekonnt aus. Am Anfang war es natürlich doof, da man viel Zeit in die Parks investiert hatte, und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine Lust, meine alten Parks anzupassen. Aber du hast es wirklich nachvollziehbar erklärt, passt also. Ich habe nach dem Update jetzt mal einen neuen Park auf der Insel Takano erstellt. Dabei habe ich mein Hauptaugenmerk auf die Skins der Dinos gelegt. Ich habe darauf geachtet, dass sie vor allem, oder dass sie alle den Dschungel-, Regenwald- oder Waldland-Skin haben. Ansonsten muss ich sagen, dass sowohl meine Frau als auch ich große Fans deiner Formate hier auf YouTube geworden sind und meine Frau dich sogar als Einschlafhilfe missbraucht. Deine Stimme hat auf sie eine beruhigende Wirkung. Jetzt aber viel Spaß in meinem Park. Einen besonderen Namen hat er nicht bekommen, er schimpft sich einfach Isla Takano. Oh, da freue ich mich und vielen, vielen Dank für die netten Worte. Ich bin froh, dass du es nachvollziehen kannst. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Allein schon, weil wir jetzt deinen Park auf Isla Takano sehen können. Und ich mich ja an Isla Nublar schon echt ein bisschen satt gesehen habe. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange weiter. Wir starten direkt in deinen Park. Und da sind wir. Leider können wir ja bei den Sandbox-Modus-Parks nicht diese Einfluganimation machen. Das habe ich ja schon im letzten Video erklärt. Aber ich mache dann einfach immer aus der Perspektive, wie der Speicherstand halt geladen wird. Und das ist meiner Meinung nach ja eine wunderschöne Perspektive. Ich entschuldige mich schon mal dafür, falls man den Regen im Hintergrund hört. Es war sehr warm in meinem Zimmer mittlerweile von der Beleuchtung. Habe das Fenster hier vor mir offen und es regnet leider ein bisschen. Was heißt leider? Ist natürlich sehr, sehr abkühlend dann. Und ja, wir sind hier in dem Park auf Isla Takano. Ich freue mich natürlich sehr. Ich weiß gerade gar nicht, welche Isla... Ach, das ist Isla Takano. Das ist die, wo man am Anfang Geldprobleme hat normalerweise, ne? Okay, das ist eine sehr coole Insel auf jeden Fall. Ja, wir fangen mal an. Isla Takano heißt der Park ja. Und das ist natürlich ein sehr schöner Eingangsbereich, ne? Hier hast du direkt so ein bisschen runtergebaut vom Eingang und sehr schön übergeglättet. Und dann geht es in einen wunderschönen Eingangsbereich hier mit ganz vielen Läden. Und hier vorne kommt man sogar schon in eine Beobachtungsgalerie. Oh, ist das nicht schön. Ah, wundervoll sieht das aus. Da gehen wir mal rein. Direkt in die Galerie. Und da haben wir... Oh, da haben wir... Lass mich nicht lügen, Stigimolochs und... Homolocephale? Heißen die so? Homolocephale. Das lerne ich nie. Die sind ja auch so süß, die Kleinen, ne? Schau euch die mal an, wie putzig die sind. Gucci, 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 Gucci. Die würde ich so mit ins Bett nehmen und streicheln und kraulen. Oh, wie süß die auch quieten. Das ist immer nur sehr, sehr schade, weil das Gras fast so hoch ist wie die. Ich glaube, die würden... Wie hoch sind denn die? Interessiert mich gerade mal, Leute. Da muss ich mal kurz einen Abstecher machen. Ach, hier kann man gar nicht in dieses Dinopedia gucken. Oh, wie frech. Ich wollte jetzt eigentlich nachgucken, wie groß die sind. Das könnt ihr mir aber sicherlich in den Kommentaren beantworten, oder? Oder steht das hier irgendwo? Info. Da, Höhe. 0,6 Meter. Okay, 60 Zentimeter sind sie groß. Interesting. Oh. Also zuckersüß. Ich mag die ja richtig gerne, ne? Tolles erstes Gehege, was du da gemacht hast. Richtig nice. Die Namen gucken wir uns gleich noch an. Erstmal will ich auf diesen wunderschönen Eingangsbereich eingehen. Also das sieht wirklich richtig gut aus. Es könnte wirklich ein Park sein, den es in echt geben würde. So schön, wie das aussieht. So richtig gut gemacht. Zur Rechten hat man auch ein Gehege. Das ist aber keine Galerie. Aber da können wir mal so einen Blick riskieren. Was sehen wir denn da? Ich glaube, das sind Pachis, ne? Pachis? Pachis? Und was ist das da hinten? Okay, wir machen wieder Ratespiel. Was könnte das sein? Ist das wieder ein Hyango? Nee, Chungkingo. Okay. Habe ich mich leider versehen. Und Dracorix haben wir da auch noch. Ja, wir gucken jetzt gerade nur aus Besucherperspektive. Wir werden die gleich, denke ich mal, noch besser zu Gesicht bekommen. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist gar keine Galerie, aber man kann ja hier nochmal komplett rumgehen. Versuch mal wirklich so in der Perspektive zu bleiben, das finde ich ganz cool. Ist schon schön, ne? Ich finde es schade, dass sie nicht ihre Machtkämpfe ab und zu mal machen mit ihren Kopfplatten so gegeneinander. Das würde ich feiern. Feiere ich allgemein sehr. Aber den komme ich immer durcheinander, ne? Chungkingo sind das. Okay. Hyango sieht wirklich ein bisschen anders aus. Boah, der macht sogar gerade richtig Show. Toller Skin ist das. Sieht aus. Na, du Kleine. Mega nice aus der Skin. Fällt mir.
Hier natürlich die Dracorexis. Ach, wunderschön. Tolle Pflanzenfresser im Eingangsbereich. Hast du richtig gut gemacht. Wir überfliegen mal ganz kurz die Namen hier von den Dinos. Gina, Gudrun, Jill, Gabriele. Und das ist alles mit G, Greta, Gisela, Georg. Das ist wirklich alles Namen mit G, wie witzig. F, Franzi, Fabio, Franka, Frank, Florian, Ferdinand und Franziska. Okay, das scheint wohl in deinem Gehegen so gang und gäbe zu sein. Wir werden mal gucken, ob du es so beibehältst. Hier hast du natürlich auch sehr, sehr schön gemacht, ne? Einmal drumherum gebaut, ein paar Bäume. Kann man auch nicht viel mit verkehrt machen. Drumherum wirklich 4 Gehege gebaut. Das finde ich sehr, sehr cool. Mega nice. Und dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal straight durch. Und hier in die nächste Galerie. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Stegosaurus und... wie heißt denn der nochmal? Wie heißt der denn nochmal? Ich weiß, wer Krichton? Ist das der Krichton? Ich glaube schon, ne? Ja, Krichtonsaurus. Ah, ich bin so gut. Sehr gut. Stegos und Krichtons haben wir hier. Hier ist alles mit E, mit den Namen. Emil. Ist das hier auch ein Krichton? Ja. Okay, ich finde es aber gut, dass du auch die Dino-Arten nicht zu sehr untereinander vermischt hast. Also, dass ich halt wirklich immer maximal 2-3 Stück in ein Gehege gepackt. Aber auch eine sehr schöne Gehegegestaltung, muss man sagen. Hier mit den Farbtools gut gearbeitet. Die Bewaldung sehr schön gemacht und sowas. Also, sehr, sehr nice. Auch die Büsche und sowas. Gefällt mir richtig, richtig gut. Alles sehr natürlich aus. Hier auch sehr bergig. Und hier in diesem Gehege ist auf jeden Fall etwas, auf das ich mich freue. Nämlich hier die Gyros Fernfahrt. Aber ich bin gerade ein bisschen versucht. Auf der linken Seite ist, glaube ich, auf dieser Insel der größere Bereich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber ich würde sagen, wir biegen jetzt erstmal sozusagen hier rechts ab. Ich weiß, ich verlaufe mich immer in euren Parks. Wäre mega nice, wenn es irgendwie so Wegweiser geben würde. Ja, das ist hier der Weg für die Mitarbeiter, so wie es aussieht. Wenn wir so einen kleinen Dekosee. Dann hast du das Ganze hier nochmal abgesenkt und einen Bunker gebaut. Sehr cool. Kann man ja nichts mit verkehrt machen. Beef and Burger haben wir hier. Ach, ich habe eine Sache vergessen. Wartet mal. Entschauen. Vor 11. Okay, nee. Weil oftmals habt ihr es ja so, dass ihr die Gehege noch benennt an den Toren. Das wollte ich nochmal eben nachgucken. Oh, hier geht's nochmal nach oben. Ha, hier hast du eine Lücke vergessen. Haha, Fehler gefunden. Guck mal, den korrigiere ich. So nett bin ich. So, hier geht's nach oben. Auch nicht zu steil, das hast du eigentlich noch ziemlich elegant gelöst, muss ich sagen. Also es geht echt noch klar, als Besucherweg. Nicht schlecht. Und hier hast du einen wunderschönen Turm platziert, in dem man wahrscheinlich eine richtig gute Sicht hat. Finde ich mega nice, auch hier einen Zaun drum gezogen. Schön ordentlich gearbeitet. Und eine wundervolle Sicht. Also da kann man sich nicht beklagen. Oh, ist das nicht schön. Stegos finde ich auch toll, ne? Ich finde das cool, dass die sich an den Stacheln oben immer so ein bisschen unterscheiden von den Farben. Mag ich sehr gerne. Was sehen wir denn da hinten? Ich kann es gar nicht erkennen. Das ist der Nigersaurus da, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Egal, wir gehen weiter. Und hier unten geht's weiter. Einmal durch den Forest. Hier geht's auch weit nach oben wieder. Also der Park hier scheint sehr unterschiedlich zu sein von den Höhen. Ist bei Jurassic World Evolution immer sehr, sehr schwierig, bei Höhenunterschieden zu arbeiten. Was ist das denn hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Ecke hier, seht ihr die? Ist ja abgespaced. Ist so irgendein Fehler, oder? Dass da Gras durchschimmert? Wie witzig. Okay. Was haben wir denn hier? Also hier ist auf jeden Fall ein High-Security-Zaun. Also ich erwarte was Fleischfressermäßiges. Ich sehe den Dino noch nicht, ich habe den Schweif gesehen, aber ich erwarte einen Spinosaurus, wenn ich hier den Fischfutterspender sehe. Da unten sind auf jeden Fall auch noch, sind das Troodons? Ich glaube, das sind Troodons. So, ne? Und jetzt werden wir sehen, jo, es ist ein Spino. Und da hinten schläft sogar einer unter dem Baum, wie schön das aussieht. Oh mein Gott, das sieht mega nice aus. Da will ich mal ganz schnell eben hinfliegen, bevor wir das verpassen. Oh, schaut mal, wie schön. Schläft er hier so ganz gemütlich unter dem Baum. Oh, ist das süß. Wir warten mal ganz kurz, bis er aufwacht. Sowas finde ich ja immer schön. Weil Jurassic World Evolution hat sehr schöne Animationen, was er bei den Dinos angeht. Gerade was Schlafen angeht. Sein Bruder kommt hier gerade schon und weckt ihn auf. Oh, hier ist auch eine Gyrosphärentour. Cool. Na komm, erwache. Ich finde das ja cool, dass die es wirklich hinbekommen haben, dass der Dino beim Aufwachen echt verschlafen aussieht.
Das ist irgendwie bei jedem Dino der Fall, oder? Also das haben die wirklich richtig gut hinbekommen. Mega nice. So, hier geht's. Ah ne, hier ist nur Mitarbeiterweg. Okay. Du hast als Mitarbeiterweg die beigen Wege genommen. Sehr, sehr interessant. Oh, ich glaube, wir müssen. Oh mein Gott, Leute, ich sehe gerade, was wir machen müssen. Damit wir in den Bereich da hinten kommen, müssen wir mit der Einschienbahn fahren. Das ist ja cool gemacht. Das gefällt mir. Das Problem ist immer bei der Einschienbahn, die ist halt. Ich würde halt gerne. Also ich würde sie gerne fahren. Aber wenn ich jetzt hier einsteige, dann geht es leider da hinten los. Das funktioniert leider nicht so. Deshalb, wir fahren die Strecke mal eben so ab. Tun dann so, als wenn wir damit gefahren sind. Ich würde es gerne tun, aber ja, wir müssten halt jetzt ewig warten. Genau, aber die Idee finde ich cool, dass man nur mit der Einschienbahn hier hinkommt. In dem Bereich gibt es dann nochmal eine Jurassic Bar und einen Fisch- und Chips-Laden. Sehr, sehr cool. Und dann geht es direkt ja, da vorne in die Gyros-Fernfahrt. Und ihr wisst ja, Gyros-Fernfahrten und Jurassic-Touren, die feiere ich am meisten. Und ich freue mich schon gerade. Deswegen geht es jetzt direkt los. Controller habe ich schon angemacht, weil ich mich so sehr darauf freue. Ist aber auch gerade schon die dritte Folge, die ich hintereinander aufnehme. Weil ich einfach gerade richtig Lust habe. Ich weiß nicht, ob ich danach noch eine vierte aufnehme. Keine Ahnung. Ist leider schon sehr, sehr spät. Aber ich bin eigentlich noch ziemlich wach, muss ich sagen. So, ab durch das Tor. Jetzt geht es, glaube ich, ins erste Gehege. Ich weiß nicht, ob hier vorne auch schon Dinos waren. Hm, egal. Wir kommen da, glaube ich, gleich nochmal rein, wo ich mich jetzt hier komplett verirre. Benutzersteuerung wird eingeleitet. Hey, nicht wegrennen. Automatische Tourinformationen sind in diesem Modus. Hier sind schon mal die Trodons. Das ist auch fiese Viecher, ne? Also denen will ich auf jeden Fall nicht begegnen, wenn ich mal irgendwo im Wald bin und es wieder Dinos geben sollte. Ich kann leider gerade nicht näher ran, die Kugel will nicht. Tut mir sehr leid, Leute. Ich würde die Trodons gerne näher beobachten. Jetzt sind wir ja auf den Futterspender gefahren. Das ist echt schwierig teilweise. Wenn ich die ganze Zeit rückwärts runterrolle. Egal. Oh hier. Er hat gar keinen Bock auf uns. Na, wollen wir ein bisschen Fußball spielen? Ich glaube, das war ein Ja. Sehr gut. Ah, ich liebe Gyros-Fernfahrten und Jurassic-Tour-Fahrten. Wobei ich die Jurassic-Tour noch ein bisschen besser finde, muss ich sagen, als die Gyrosphäre. Hier hat man zwar eine bessere Sicht aus der Gyrosphäre, aber der Jurassic-Tour ist immer so eine schöne Musik, die da so ein bisschen bügelt. Und ich habe das Gefühl, dass, genau, bei der Jurassic-Tour bekommt man noch diese Informationen. Bei der Gyrosphäre ist die leider immer offline, wenn man die selber steuert. Und ich will sie halt immer selber steuern, damit ich auch mal stehen bleiben kann und sowas. Boah. Ich glaube, man merkt, dass es spät ist, ne? Ich komme nicht mal mehr durch das Tor. Sehr gut. So, wir sind im nächsten Gehege. Was haben wir denn hier? Also du hast auf jeden Fall Gehegegestaltung und so. Das hast du studiert. Hast du wirklich schön gestaltet. Sehen nice aus, die Gehege. Fallen mir sehr, sehr gut. Was haben wir denn da oben? Oh. Präsentiert sich aber auch gerade wie ein Model, ne? Muss man ja mal sagen. In der Sonne mit einem wunderschönen Skin. Fahren wir doch mal zu dir hoch. So nah wir können. Oha. Wir können direkt in dein Maul fahren. Alles klar. Wir waren halt gerade wirklich fast in seinem Maul. Wie witzig. Oh Gott, hier ist sogar noch sein. Au, au, au. Okay, die spielen halt wirklich Fußball mit mir. Ey! Okay, wir fahren mal wieder zurück auf die Strecke. Dann wird schon genug Faxen hier angerichtet. So, hier sind wir wieder. Fahren wir mal ein bisschen in die Ego-Perspektive. Nicht Ego-Perspektive. Third Person. Oh, wir werden verfolgt. Von den Fußballspielern. Die wollen halt richtig Ärger. Okay. Ja, wir sollten hier verschwinden, glaube ich. Ah, da vorne sind noch andere Dinos. Die halten sogar gerade den Verkehr auf. Dein Nonikus. Auch wunderschön. Jetzt laufen sie weg, wo ich komme. Mit dem türkisen Skin. Der ist ja auch super, ne? Mag ich sehr gerne. So, schnell dazwischen quetschen. Kollege. Ey, lass mich durch. So. Boah, fährt er langsam. Ich kann nicht schneller. Erstmal überholen. Ich bin dazu ungeduldig für. Hm, was haben wir denn hier? Fleischfresser, oder?
glaube, wir sind im Fleischfresserbereich hier. Oh, das sind das Hereras? Oder was ist das? Kann ich erkennen. Das sind Hereras, ne? Cool. Der einzige Dino aus dem Trias von Jurassic World Evolution. Sehr interessant. Wird hier gleich weggesnackt von dem Allo. Aua. Ich glaube, in deinem Park halten die mich echt alle für den Fußball. Ich glaube, ich muss mal wieder die Dokumentation von Big L sehen. Wenn ich so den Allo sehe hier. Ah, muss ich mir echt mal wieder geben. Ist lang her, dass ich die gesehen habe. Aber ich weiß noch eigentlich, wie die ungefähr abläuft. Kommt selten vor, dass ich mir Dinge merken kann. Dafür müssen sie schon wirklich in meiner Kindheit fest verankert sein. Und diese Dokumentation hat es auf jeden Fall geschafft. Weiter geht's durchs nächste Tor. Was haben wir hier? Waren wir hier schon? Nee. Und in letzter Zeit macht ihr richtig oft den Mayunga, ne? Der Skin sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ist das der Mayunga? Ja, ne? Gohan, ich will eigentlich jetzt... Ich darf nicht die Kugel außer Augen lassen, sonst ist sie gleich weg. Gohan. Goku. Oh, ein Dragon Ball Gehege. Der Skin sieht eigentlich ganz cool aus. Ich dachte eigentlich immer, der Mayunga hat keine coolen Skins. Ich hätte jetzt gerne nachgeguckt, was das für einer ist. Aber ich habe Angst, meine Kugel zu verlieren. Aber der sieht eigentlich ganz nice aus. Ich kann leider gerade nicht näher ran. Sieht echt cool aus, der Skin von dem Mayunga. Aber ich feiere den Mayunga in Jurassic World Evolution leider nicht so. Dann lieber den Metria Kanto. So, Vollgas. Wie viele Gehege waren das denn jetzt schon? 5? Ist ja krass. Auf dem kleinen Gelände hast du so viele Gehege untergebracht. Und die Gehege wirken alle riesig gefühlt. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Oder ob du sie einfach nur smart angeordnet hast. Kann natürlich sein. Was haben wir hier? Ah, Proceratus. Hi. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen, die Kleinen. Versteckt sich leider gerade im Gras. Na gut, das war's mit der Tour. Wir gucken nochmal eben von oben hier. 1, 2, 3, 4 Gehege waren das. Also die hast du wirklich gut angeordnet. Alle sehr schön gestaltet und eine sehr schöne Dinosaurierauswahl. Gefällt mir. Charlie, Bruno. Oh! Okay, hier hast du das nicht mehr eingehalten, dass du hier nur einen Buchstaben verwendest. Hier hast du B und C untergebracht. Hier ist A. Und hier ist P. Okay, du hast das nach Dinosaurierart anscheinend gemacht hier. So wie ich das sehe. Trunks, Vegeta. Hier ist wirklich Dragon Ball. Kim, Thomas, ja gut, die nicht. Aber die hier sind auch noch Goten. Daniel, Dennis, David. Ein bisschen Dragon Ball ist hier auf jeden Fall untergemischt. Goku und Gohan. Ah, sehr schön gestaltet hast du das. Gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt aber zurück zu dem anderen Bereich. Wir fahren wieder sozusagen hier mit der Bahn zurück und gehen hier nach unten und schauen uns weiter um. Gehen hier rein. Da haben wir die Ranger-Station. Na, Ranger-Teams haben leider keine Namen. Die gehen hier einfach durch die Wand, kein Problem. Hier haben wir die Lufthansa. Solange das nicht die, wer sind das nochmal, die pleite gegangen sind. Thomas Cook, oder? Solange das die nicht sind. Könnt ihr euch auch mal mit so einem Helikopter euren Park abholen, das wäre auch cool. Ah, ne, lassen wir aber. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Gehen hier hinten natürlich lang. Hier wartet schon die nächste Gyrosphären-Tour auf uns. Darauf freue ich mich, ja. Da ist noch ein Schutzraum. Auch sehr schön platziert hier mit dem Weg. Gefällt mir. Der Weg ist ja hier die Mitarbeiterfarbe. Und ja, hast du ja schön gemacht mit den beiden Toren dann. Logischerweise. Oh, hier ist auch eine Gyrosphären-Fahrt. Da ist auch gerade richtig Fußball wieder angesagt. Sehr cool. Okay, hier ist auch... Oh, hier sind so viele Gyrosphären-Fahrten. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen ranhalten. Ich würde mir, glaube ich, nicht zu viel Zeit lassen hier. So, die nächste Fahrt hier vorne. Was haben wir denn hier? Tour offline. Manuelle Gyrosphärensteuerung wird aktiviert. Ja. Das ist der Euoplocephalus, oder? Ja, Euoplocephalus. Irgendwann habe ich die Namen von den neuen Dinos alle drauf. Hast ja anscheinend schon alle neuen Dinosaurier verbaut gefühlt. So. Gott. War hier gerade ganz komisch.
hügelig hier. Aber das geht noch. Leider keine Dinos gerade zu sehen. Das ist auch immer schwer. Die Dinos machen halt, was sie wollen, ne? Also so richtig im Gehege verteilen ist schwierig. Oh, hier haben wir den nächsten Dino. Schön, was haben wir denn hier? Tour offline. Das ist der Nigersaurus, ne? Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Tourinformationen während der manuellen Steuerung nicht verfügbar sind. Wir rollen mal auf ihn drauf. Kann sogar durch ihn durchrollen anscheinend. Hä? Okay, das ist jetzt gerade verwirrend. Okay, er kickt uns auch erstmal weg. Kein Problem. Den finde ich auch echt komisch, ne? Den Nigersaurus. Wenn ich mir den so angucke. Bisschen wie so eine Mischung aus Elefanten, Kuh und so einem Nilpferd oder sowas. Ich weiß nicht. Sehr schwerfällig, sehr klein, sehr dick. Und was ist das hier? Das ist ein Baum mit Schwanz. Können wir leider gerade nicht erkennen. Boah, also das muss ich auch sagen. Ich finde die Gyrosphäre nicht so angenehm, weil die ganze Zeit wegrollt. Wenn ich jetzt nichts drücke, die rollt und rollt. Das ist bei dem Truck nicht so schlimm. Mit dem Truck kann man wirklich ein bisschen besser sich bewegen und ein bisschen sich besser umschauen. Auch wenn hier natürlich die Übersicht besser ist. Keine Frage. Aber die rollt halt immer ständig weg, die Kugel, ne? Ist halt echt ein kleines Problem. Was haben wir denn hier vorne noch? Ein Apatos, ne? Haben wir genüsslich erkaut. No. Mampf, Mampf, Mampf. Auf diesen anderen Inseln sieht der Himmel immer so schön aus. Seht ihr das, wie schön das schon wieder aussieht? Ich kann jetzt gar nicht mehr so hoch gucken. Aber ich finde, hier sieht der Himmel auch schon wieder ultra schön aus, der Insel. Ah, du hast sogar nur bis zur Begrenzung hier vorne gemacht. Okay, sehr cool, das Gehege. Hier haben wir sogar gleich nochmal einen Blick auf das Gehege. Nicht schlecht. Annelore, Hugo, Hank, Hannes, Henry, Anna, Heidi, Henrik, Helena. Okay, gehen wir raus und weiter geht die Fahrt. Und ich glaube, wir kommen hier direkt zu unserer nächsten Gyrosphärenfahrt. Und da habe ich schon den Dinosaurier von Battle at Big Rock gesehen. Da ist er nämlich schon. Naruto Ceratops oder so hieß der, ne? Sie sich und genießen nee, Naruto Ceratops. Ich merke ihn mir immer mit Naruto Ceratops. Benutzersteuerung aktiviert. Finde ich auch so cool, ne? Den Dino. Die Hörner so richtig wie ein Stier angeordnet. Mega nice. Ich hoffe, ihr habt alle schon den Kurzfilm gesehen, Battle at Big Rock. Kann ich nur empfehlen. War sehr unterhaltsam. Wenn er sehr kurz ist, natürlich. So ein Kurzfilm an sich. Hier haben wir einen wunderschönen Sinoceratops. Mit meinem Lieblingsskin auf jeden Fall von dem. Sieht nice aus. Was haben wir denn da oben? Ist das ein Styraco, glaube ich, ne? Ja, ein wunderschöner Styraco. Der gerade ein bisschen was trinkt. Wollen wir ihn auch nicht weiter stören. Weiter geht's. So. Die Kollegen sind ja auch echt fleißig schon am Rumrollen. Kann man nicht anders sagen. Hier sind noch zwei Styracos. Grasen hier so ein bisschen. Ja, wir geben mal ein bisschen Gas, ne? Wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Und ja, beschleunigen das Ganze mal. Ich muss schon mal sagen, du hast auf diesem kleinen Platz auf der Insel... Ja, was heißt klein? Aber du hast bis jetzt echt viele Gehege und Dinosaurier untergebracht. Und das auch noch richtig schön. Also das ist, man sieht, dass du viel Zeit investiert hast. Das ist wirklich, glaube ich, dir viel Mühe gegeben und viel vorher geplant, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen. Das ist da alles Naruto Ceratops? Ich glaube schon, ne? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, hier waren wirklich nur Styracos und Nasutos drin und Sinos. Sino, Nasuto. Ja, haben wir alles gesehen. Aber seht ihr, was ich meine? Also hier ist ja ein Gehege, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gehege in diesem kleinen Bereich. Also das ist schon wirklich eine Meisterleistung. Sehr gut gemacht. Wir gehen wieder raus. Weiter geht's. Und es geht hier nach rechts. Was haben wir hier denn? Zum betrunkenen Dino. Toys R Us. Oh, gibt's den Laden überhaupt noch? Früher gab es immer diese Game-Show, wo man dann da shoppen durfte am Ende. Alles, was man in den Einkaufswagen packt, durfte man behalten. Falls du wirklich 89er Baujahr bist, kennst du die auch auf jeden Fall. So, Beobachtungsplattform. Das ist das Gehege, wo wir gerade schon waren, oder? Ja. Genau. Wunderschöne Sicht, also richtig gut gemacht. Ist ja auch cool, dass man die ganzen Kugeln da fahren sieht.
Aber viele Kugeln das sind, ne? Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten noch welche. 6, 7, 8. Wie viele sind da unterwegs? Das ist ja richtig hier. Richtige Kolonne. Sind das 10 Stück oder was? Warte mal. Das wollte ich nicht. Hey! So, das wollte ich. Tatsächlich, 10 Stück. Okay. Halt richtig krass. Wo ist die Sicht? Oh, das ist ja schön. Oh mein Gott, du hast halt noch eine schöne Sicht gemacht auf das Gewässer hier. Oh, stellt euch mal vor, man könnte solche Wasserfälle bauen. Oder solche wieder. Oder solche Klippen. Jurassic World Evolution hätte so viel Potenzial, wenn man einfach mehr Möglichkeiten hätte. Sehr, sehr schade. Ich wünschte, es würde Jurassic World Evolution mit den Möglichkeiten von Planet Zoo geben. Das wäre der Hammer. So, hier links ist wieder ein Mitarbeiterweg. Den checken wir mal eben ab, was du hier hast. Okay, das ist eine Brutstation. Auch mit einem kleinen Gehege hier. Hast du schön in der Ecke gelöst mit so einem Zaun einfach zum Rand. Auf jeden Fall sehr, sehr smart. Gehen wir hier weiter. Hier ist natürlich sehr, sehr kugelig schon, aber das war wahrscheinlich nicht anders lösbar. Pane o Vino. Okay, schöner Name für ein Restaurant. Das Gebäude finde ich auch toll, ne? Das haben wir auch schon angefangen bei Minecraft. Ich habe schon lange kein Minecraft mehr gespielt, weil ich momentan einfach so viel anderes habe. Aber das haben wir angefangen nachzubauen in Minecraft. Ein sehr schönes Gebäude, gerade mit dem Skelett hier vorne. So, was haben wir hier? Funkbunker, okay. Das ist, glaube ich, ein Wissenschaftszentrum, ne? Genau. Hier geht's weiter. Oh, und guck mal, jetzt kommt man von hier oben, kommt hier an und sieht schon im Hintergrund die Dinos. Oh, das ist so toll. Das gefällt mir richtig gut. Hier auch wieder Wegflächen und wieder ein Fehler. Fehler Nummer 2. Tja, korrigiert. So, hier haben wir nochmal einen Schutzraum. Also das ist hier wirklich an alles gedacht, was die Gäste brauchen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier rechts lang. Kommen wir nämlich zu einem Turm. Ah, hier ist natürlich ein bisschen steil und hügelig, aber ist halt manchmal nicht anders realisierbar. Oh mein Gott, Jurassic Tour. Oh mein Gott, ganz viele Dinos, die toll sind. Okay, wir müssen mit der Jurassic Tour fahren, Leute. Ich freue mich auf dieses Gehege, Hammer. Hier schauen wir auch nochmal schnell durch. Und dann gehen wir nichts wie zur Jurassic Tour. Ich will die nämlich fahren. Ich liebe Jurassic Touren, die durch große Pflanzenfresserparadiese führen. So, das hier ist Takano, ne? Ja, Takano. Wie nennt man eigentlich diesen... Oh. Wie nennt man eigentlich diesen Apostroph da oben? Keine Ahnung. Hä, wo geht's denn hier hin? Kommen wir jetzt irgendwie ganz in eine andere Richtung. Kempinski. Oh, das ist natürlich auch ein Hotel, ne? Mit der Traumaufsicht. Oh mein Gott, ist das schön. Leute, ich muss zu dieser Jurassic Tour. Ich will die fahren. Ah, okay. Oh mein Gott, das ist so gut gemacht. Also hier kann man auch nur mit der Einschienbahn hin. Also richtig cool gemacht. Du hast es da hinten gemacht und auch hier vorne. Das heißt, man müsste hier einsteigen, hier entlang fahren. Und dann kommt man hier nach unten in einen gesonderten Bereich wieder. Hier hat man dann nochmal ein paar Türmchen. Oh, das ist so wunderschön. Ich meine, das sind ein bisschen viele Pflanzenfresser, aber ich finde das gerade einfach richtig schön, weil die aussehen wie so eine richtige Herde. Richtig schön friedlich. Mega nice aus. Da will ich unbedingt gleich durchfahren. Hier sind dann noch so ein paar Geschäfte, Burger King, Zielen, so ein Toys R Us, Krimskrams und in Barcelona. Oh, gibt es die auch woanders? Also in Oldenburg gibt es die auch. Zweimal. Oder dreimal? Ich glaube zweimal. So. Steigen wir hier ein. Und dann geht's los mit der Jurassic Tour. Ich hoffe, wir kriegen schöne Musik. Hier Musik. Wieso kann ich nicht hupen? Ich kann nicht hupen. Ich habe auch keine Musik. Frech. Einfach nur frech. Sind von Natur aus schüchtern, verstecken sich womöglich. Das ist ein Brachio. Ah, da sieht man ihn. Mal kurz in diese Sicht. Sieht man ein bisschen besser. Ah, ich liebe den Brachio, ne? So ein toller Dinosaurier. Aber hier drin hast du nur tolle Dinosaurier. Para ist wunderschön. Dann hast du, glaube ich, hier noch... Guck mal, wie viele Paras hier sind.
Paras und ich glaube, was sind das? Uluru Titans? Zentaurs? Ich glaube, das sind Zentaurs, ne? Ne, Uluru Titans tatsächlich. Paras. Wie viele hier sind? Wie die hier unter dem Baum chillen. Ah, ist einfach so wunderschön. Au. Und alle schön in den Skins gehalten, wie du es schon geschrieben hast in der E-Mail. Hier haben wir auch noch einen Iguano dann. Das ist aber ein cooler Skin. Oh Gott, nein. Ich habe ihn jetzt vom Essen vertrieben. Ich wollte gerade knabbern. Oh, das tut mir leid. Tja, das tut mir jetzt voll leid. Ich habe ihn einfach vom Essen vertrieben. Sorry. War keine Absicht. Jetzt haben wir natürlich wieder die Kollegen vor uns. Aber das Gehege wieder super gestaltet. Nice aus. Ihr könnt ruhig wieder essen gehen, Iguanodons. Ich tue euch nichts. Hat der gerade geschlafen da? Schlafanimation von dem Iguanodon habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Egal, wir fahren weiter. Let's go. Oh, die Musik. Sie kommt. Woo. Sehr gut. Hier haben wir Edmontos. Wir machen einen Abstecher. Den Berg. Hey! Okay. Wir haben uns erstmal gezeigt, wo es lang geht. Ja, die geraten leider mal in Panik, wenn ich... Oh! Okay, den Kollegen hat es noch mehr zerlegt. Die geraten gerade alle in Panik, weil ich hier lang fahre. Uranus haben wir hier noch. Das sind aber Zentaurs, oder? Nennt ihr es ein Kuritos, oder? Ah, ich weiß es gerade auch nicht. Ich glaube schon. Hier sind auf jeden Fall mal Menschis. Zentaurs haben, glaube ich, noch ein bisschen anderes oben auf dem Kopf. Der Mamenchisaurus hat große Zähne, dank denen er Pflanzenmaterial zerkauen kann und nicht zur Verdauung Steine fressen muss wie andere Sauropoden. Ja, ist er wunderschön. Hey, schau doch mal runter. Oh, wie schön die Sicht aus dem Hotel jetzt sein muss. Seht ihr das? Ach, wurde leider auch gerade rückwärts. Aber der steht ja quasi direkt vorm Hotel. Mega nice. Ich schau jetzt mal nach, welcher das ist. Kurito, okay. Dann war mein zweiter Guess richtig. Mit seinen 65 Tonnen ist der Dreadnoughtus nicht nur der größte Dinosaurier, der jemals entdeckt wurde, sondern auch das größte Tier, das jemals auf der Erde lebte. Wie, der Dreadnoughtus ist das größte Tier? Das glaube ich jetzt nicht. Der ist größer als der Brachio und der Mamenchi? Als ob, der ist doch viel höher hier hinten, der Mamenchi, oder? Als ob der Dreadnoughtus größer ist. Wobei der hat hier schon einen heftigen Nacken, ne? Aber der ist doch nicht höher. Ich bin jetzt hier nicht zu weit weg. Wenn ich den aus den Augen lasse, ist der weg, der Truck. Also das ist doch jetzt eine Fehlinformation, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, wie viele schöne Dinos hier sind. Schaut mal, wie die alle trinken. Solange der Truck im Bild ist, verschwindet er nicht, Leute. Das ist der Trick. Aber es ist so wunderschön. Hier sind auch noch ganz viele Mutaburas. Und die Skins, die passen einfach sehr, sehr gut zusammen. Hast du echt toll gemacht. Ja, schon fast zu viele Dinos in dem Gehege so ein bisschen, aber ja, passt schon. Sind ja Pflanzenfresser, bei Pflanzenfressern geht das, ne? So, da haben wir ihn. Na, was hast du meckern? Du Kleiner. Er tut uns aber nicht. Er ist sogar ausgewichen. Ein Ehrendino. Weiter geht's. Oh, das Video ist, glaube ich, schon recht lang. Ja, ich habe mich schon wieder ordentlich ausgetobt, ja? Wir fahren jetzt aber zurück, Leute. So. Durch das Tor. Hier sind wir nochmal. Der Brachio ist doch auch größer als der Dreadnoughtus, oder nicht?
Gerade schwer einzuschätzen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir sind auf jeden Fall am Ende der Tour hier angekommen. War richtig cool. Also richtig schöne Gehegegestaltung hast du. Und boah, wie viele Dinos hier sind. Hier werde ich jetzt aber nur die Namen einmal kurz überfliegen. Sei mir bitte nicht böse. Wie viel Arbeit das allein schon ist, die alle zu benennen. Aber finde ich toll, dass du so einen schönen Park gebaut hast und eingeschickt hast. Hat richtig Spaß gemacht. Nee, okay, hier ist auch nichts benannt. Hat richtig Spaß gemacht, den zu erkunden. Und Leute, ich würde sagen, falls euch der Park gefallen hat, dann schreibt es unten auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, in der Infobox unten steht alles drin dazu, wie das Ganze funktioniert. Ist eigentlich relativ einfach. Per E-Mail könnt ihr mir den Speicherstand einfach schicken. Und ja, ein bisschen Wartezeit müsst ihr mitbringen, weil ich habe noch ein paar in meinem Postfach, die darauf warten, von mir angeschaut zu werden. Aber ich würde sagen, ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.